Reviersport präsentiert. Ich bin der Waltraud Ehlert. Ich wünsche Sie ganz viel Spaß bei So ist Fußball. Und Sie mit der Kamera, geh mich mal aus dem Weg hier. Sie stehen in meinem Dreckshaufen. Einer muss hier doch den Kasten sauber halten. Mach dich vom Acker. Na, 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 na. Hallo Slavo. Ja, unser Slavo, der war ja in letzter Zeit in überragender Form. Ja. Er hat Tore geschossen, Punkte geholt, gegrätscht, gelaufen, gekämpft. Ja, quasi unser bester Mann. Ja, und weil der Slavo so überragend gespielt hat, da hat sich der Sponsor überlegt, der Slavo, der kriegt jetzt eine ganz besondere Prämie. Ja, Slavo. Und da überlegst du jetzt natürlich, was hat der Sponsor sich da wohl gedacht? Ne? Ja, und jetzt pass auf. Der Sponsor hat sich gedacht, der Slavo, der kriegt jetzt eine nagelneue Karre mit Vollausstattung und allem Schnick und Schnack. Jo. Und hier ist er. Bitteschön. Oh Gott. Na, Slavo, was sagst du? Slavo, nicht zu schnell fahren, ne? Ja, da freut er sich. Ich habe ja diesen Reiseführer damals geschrieben, Gelsenkirchen sehen und reicht. Und da ist mein Lieblingswitz, der Lieblingsschalker-Witz drin. Ich fahre aus dem Tor einfach raus, links steht ein Schalker und rechts ist auch frei. Willi! So war gut, ne? So war Weltklasse. Nochmal. Willi! Ja, ich sitze jetzt hier mit Willi Landgraf zusammen und ich habe mal so ein paar Zitate rausgesucht, Willi, und fangen wir einfach mal an. Du hast mal gesagt, auf die Frage, ob du schon mal Aerobic-Training gemacht hast, hast du gesagt, Jung, ich komme aus Bottrop, da wirst du getötet, wenn du das bei uns in die Muckibude machst. Früher war ja auch so, das war ja mal außergewöhnlich, dass man überhaupt so ein Aerobic macht. Ich sag dir mal, mein Gott, Aerobic. Da sind wir in eine Halle rein, in eine Sporthalle rein. Und da war natürlich, was Wahnsinn war, weil erst Begeisterung aufkam, war natürlich ein Topmodel, die natürlich da vorne gestanden hat. Und dann und Step-Aerobic. Ach du dickes Ei, habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir Step-Aerobic, wenn die das bei uns machen würden in Bottrop, da wirst du getötet, habe ich dann so gesagt. Und alle haben flach gelegen. Tribünenwitz, Teil. Spiel an! Ist ja nicht so doof. Hör mal, mein Bier schmeckt schal. Ach Mensch, ist herrlich hier. Mensch, früher du, wir hatten da nix. Ich habe Fußballschuhe von meinem Nachbarn aufgetragen. Die waren vier Nummern zu groß. Früher, da haben wir mit Kronkorken gespielt, ja, mit Bierdosen. Wir haben uns Lumpen zusammengebunden, um Fußball zu spielen. Ball hatten wir doch nicht. Habe ich immer von geträumt, weißt du. Einmal in 50 Jahren, wo ich jetzt auf dem Platz bin, ne? Einmal am Ball fangen. Das wird schon klappen, Uwe. Einmal habe ich ja einen mitgekriegt, ne? Da gucke ich mal gerade so auf, gucke ich weg und gucke gerade hier auf den Platz. In dem Moment klatscht mir das Ding voll in die Fresse, ne? Ich bin fast besinnungslos geworden. Die Nase hat geblutet, alle haben sie gelacht. Ja, sei froh, dass nichts zurückgeblieben ist. Viel wichtiger. Natassa, dass die Bayern und der BVB können, das können wir doch auch, oder? Jawohl! Jawohl! Ja, machen wir! Tassa, 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 Tassa. Aldi, 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 Aldi,
na, 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 na. Ja, geht doch, Uwe. Klasse. Na, 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 na. Pass auf. Man hat sich tätowieren lassen. Auf dem rechten Oberschenkel hat sich den Robben tätowieren lassen, auf dem linken Ribberie. Kommt nach Hause, zieht seine Hose runter und sagt zu seiner Frau, na, guck mal, kennst du die beiden? Sagt die Frau, den links, nee, den kenne ich nicht, den rechts auch nicht, aber der in der Mitte, den kenne ich, da ist der Lahm. Der Brüller. Scheißegal, euer Platzwart gesoffen hat. Aber so pfeife ich nicht an. Ist ja unglaublich. Ich muss einfach nicht. Der macht doch kein Tor mehr. Danke. Die ganze Saison nicht. Hey. Hallo. Hallo. Was sind Sie denn für ein Fan? Ach, ich interessiere mich nicht wirklich für Fußball. Ach nee? Ganz ehrlich? Ja. Ich bin Spielermann. Hallo. Hallo. So ist Fußballstadion-Tour. Nach 20 Jahren verlässt der Finanzvorstand vom VfL den Verein. Und hier in Bochum diskutiert man schon über die Nachfolge. Na, 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 na. Guck mal, Herr Pötter trainiert mit System. Was ist das, 4-4-2 oder 4-1-4-1? Ach Quatsch, das ist Tannenbaum, das ist 4-3-2-1. Was? Das ist doch eine flache 6. Guck doch mal hin. Nee, nee. Das ist 4-4-2, die Außenoffensiv. Oder doch 4-1-4-1? Tannenbaum. Bin ich drauf? Da fragt jemand den Effenberg, hör mal, was schenkst du deiner Frau denn zu Weihnachten? Sagt er, ja, Mantel und eine Kette. Oh, sagt er, ist aber teuer. Ja, aber das Fahrrad musst du selber reparieren. Das sage ich dazu. Jetzt kommen wir mal zu deinem Zitaten. Das schönste Tor, das ich je geschossen habe, war beim 2-1 mit Gütersloh gegen Frankfurt. Ich habe das 1-0 mit einem Volley-Schuss aus 35 Metern in den Winkel geschweißt. Danach mussten mich meine Kollegen einfangen, damit ich nicht direkt durchlaufe auf die A2. Der Zitat, das ist, muss ich sagen, das ist richtig. Da muss ich sagen, an der Tor werde ich mich auch immer wieder erinnern. Ich muss sagen, manche Spieler sind gar nicht mehr hinterhergekommen. Also da muss ich sagen, wie ich das Tor geschossen habe. Ich habe gesagt, ich habe den im Winkel geschossen. Das einzige Zitat, der war gar nicht im Winkel, weil ich total in Trance war gar nicht im Winkel gewesen. Ich glaube, ich habe den unten in die Ecke reingeschmissen. Aber ich sage mal, ich wusste gar nicht mehr, was mir geschah, wo ich das Tor geschossen habe. Weil das wirklich, ich habe den Ball genommen. Ich weiß auch ganz genau, der kam auf mich zu und der Ball, ich sage, was mache ich jetzt? Und meistens schreien die von draußen, nicht schießen. Aber dann habe ich den Ball genommen und habe den reingehauen. Das war so schön, muss ich sagen. Da vergisst man auch. So was vergisst man nicht. Na, 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 na. Ja. Guck mal, jetzt hat er umgestellt. Er spielt ja Football Total. Was ist los? Football Total, kennst du das nicht? Johann Cruyff. Die totale Spielkontrolle, verstehst du? 4-3-3, alle nach vorne. Ajax, Waka, Bochum. Für mich hast du zu viele Kopfbälle gemacht. Guck
Kreuzbandriss, Schambeinentzündung. Immer noch sehr viel Verletzte beim BVB. Jürgen Klopp schaut jeden Tag am Rechten und im Fernsehen läuft bald die Schwarz-Gelb-Klinik. Ja, komm, komm noch! Mach nur noch! Mach nur noch! Schieß doch mal die statt da Dinge da reinschieben, ist ja ganz bekloppt. Für so eine Scheiße hätte ich mir alte Herren auswechseln lassen. Ich gehe jetzt spießen. Bring mir eins mit. Peter, dein System, hör mal, Chapeau. Wie nennt sich das jetzt? Scheißegal, System, WM-System, Flachspiel hoch gewinnen. Hm. Tannenbaum. Reviersport. Ehrlich, echt.